Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo nur wie immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Ich habe mich gerade nicht versprochen im Intro. Also müsst ihr auch nicht nachgucken, ob ich mich wirklich nicht versprochen habe. Freunde, wir sind angekommen bei der Live-Version von Angst, dem Livestream, der um 0 Uhr pünktlich an Silvester lief. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, weil das Lied an sich ein unglaublich schönes ist, eine krasse Message hat, eine krasse... Ich weiß nicht, das ist einfach Kunst im Musikvideo gewesen. Das ist einfach Kunst gewesen. Wenn ihr meine Reaction darauf nicht gesehen habt, oben ihr kommt da hin. Und ich habe euch, wie versprochen, jetzt noch die Live-Version hier vorliegen, die wir uns anhören werden. Ich weiß gar nicht, es ist, hier steht Livestream Apache 207 Angst Silvester 2020. Ich weiß nicht, das Ding ist ein bisschen länger als der Song an sich. Vielleicht, oh, wir haben tatsächlich so eine kleine Bühne, Digga. Okay. Okay, wir schauen einfach rein, wir lassen uns überraschen. Ich gehe mal davon aus, dass es live gesungen ist und nicht mit Playback. Und das freut mich immer sehr, zu hören, wie die Leute sich live anhören. Let's go. Oha, Digga, das sieht slightly aus wie Engelflügel. Das sah gerade so aus wie Engelflügel. Engelsflügel heißt es übrigens auch, ne? Ich sag's, wie es ist. Seht ihr, was ich meine? Ist das gewollt? Safe ist das gewollt. Bei Apache ist alles gewollt. Jeder Schritt, den er macht, der wird einzeln beleuchtet. Oh, das ist gerade richtig befriedigend für mich irgendwie. Das ist ganz doll befriedigend für mich gerade, das zu sehen, wie er da langläuft und die Lichter angehen. Holy shit. Und auch dieser Nebeltunnel. Dieser Nebeltunnel. Und ihr müsst, ihr seht es gerade, da sind zwei Kameramänner, es ist alles live gerade. Live geschnitten, alles live, keine Effekte, live. Schöner Mann auch, hey, schöner Mann, Ich liege neben dir so jede Nacht. Sagt mir, was ihr wollt. Sagt mir, was ihr wollt. Aber seine Live-Performance ist einfach bei dem ersten, beim ersten Satz schon besser als 80% der anderen Live-Sänger. Ich liege neben dir so jede Nacht und küsse deine Augen in den Schlaf. Digga. Und keine Fragen stellst, denn da draußen gibt es viel zu viel zu tun. Doch damit hat mein Baby nichts. Oh, schade, falscher Einsatz von meiner Faust. Sorry, ich nehme alles zurück. Riech nochmal an seinem seidenweichen Haar und zieh mich dann dick an. Hier draußen ist es kalt. Zum Digga, in diesem Livestream, diesem Live-Konzert, steckt mehr Aufwand drin in der ein oder, als in dem ein oder anderen, keine Ahnung, High-Budget-Musikvideo gefühlt von irgendeinem Rapper. Draußen ist es kalt. Oh, das Haus auf hinten, LEDs. Ich will nicht, dass du mich magst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Auch wenn ich dir niemals zeig. Oh, guckt euch das an, Digga. Ich bin es so leid. Ich hab Gänsehaut, Mann. Man sagt, Apache ist die Eins, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Ey, ja. Holy shit. Abi regelt GmbHs, GbR, 7 Unternehmen. Zwei Brüder, die so viel ackern. Wir können kaum mehr was unternehmen. Adidas, ich glaube, dass eure Leute vom Marketing sich verzählten. Halbe Mio für ein ganzes Jahr ist für mich kein Grund persönlich. Und denke, er ist live so stark. Er ist live so stark, Mann. Er ist live so stark. Zu reden, Telefon am Klingeln. Anfrage für ein Festival, knapp 300.000 Euro für eine Show und ich schwör bei Gott, das ist nicht gelogen. Ich schalte kurz diesen Anruf für einen Bro aus der Jugend. Schneidest du für 500 Euro auf meiner Hochzeit den Kuchen? Und dann sagt das Management, ich soll doch bitte nicht Hurensohn sagen. Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich nie mehr Hurensohn sagen. Doch was... Oh, die mit der Pyrotechnik hinten, es ist ein so kranker Aufwand, der hier betrieben wurde. Und eine so kranke Planung. Soll ich so einem Hurensohn sagen? Ha? Was soll man zu so einem Hurensohn sagen? Oh. Hier draußen ist es kalt. So voller Gewalt. Das sieht so nice aus. Ich will nicht, dass du mich magst, Baby. Doch selbst ich hab so eine Angst, Baby. Der sieht aus wie so ein... Auch wenn ich dir niemals zeig. Vogel. Ich bin es so leid.
gesagt, Apache ist die 1, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Komm, jetzt sei doch mal ehrlich, die erste Strophe ist für dich gefunden, ist fressen. Um mit dem Finger auf mich wie zu zeigen, aussieht. Ich mit Geldbeträgen flexe. Doch du hörst nicht richtig hin, das ist der wahre Grund. Ich schiss auf diesen Anruf von 300.000 für einen Freund aus meiner Jugend. Erinnere mich an... Oh, Digga, die ganze Zeit ohne Pause ist er am Durchrattern, ohne Backup-Rapper. Ohne Backup-Rapper und er performt natürlich, er macht jetzt keine heftigen Dance-Moves, aber er bewegt sich auch noch. Und ohne Backup-Rapper, Digga. Und ich schiss auf diesen Anruf von 300.000 für einen Freund aus meiner Jugend. Erinnere mich an alte Zeiten, ich war euch zu komisch. Heute wollt ihr chillen, doch ich bin mit komisch sein jetzt leider mies beschäftigt. Ein Jahr lang verhandelt und ich unterschrieb bei der Sony. Bei Universal bot man mir leider nur siebenstellig. Oh. Digga, so eine Papa-Zeile immer noch. Oh shit, ich blick auf die nächsten Jahre voller Höhen und Tiefen. Seh dich um mich scham in Arm auf wunderschönen Wiesen. Doch ich weiß nicht, ob's was wird, denn seit meinem letzten Deal lauf ich mit Schafen rum, als wär ich Hirte. Hier ist draußen, ist es kalt. Oh. Ich hab noch nie so ein krasses Live-Konzert gesehen. So viel Pyrotechnik, so viel Elektronik, so viele Lichter, es passt alles perfekt zusammen vom Timing. Und das ist live, Digga, live kann alles schief gehen. Wäre er beim Reingehen gestolpert, das ganze Timing der Pyrotechnik wäre gefickt, Digga, alles wäre im Arsch gewesen. Holy fuck, Mann. Ich will nicht, dass du mich magst. Es sieht auch so wunderschön raus, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist nicht nichts Unnötiges so. Baby, doch selbst ich hab so eine Angst, Baby, auch wenn ich's dir niemals sag. Oh. Ich bin nicht so lang. Digga, Digga. Man sagt, Apache ist die 1, Baby. Doch ich wollte es nie sein, Baby. Apache. Der Gangster, der ab und an sein Tanzbein schwenkt. Er weiß es, Digga. Er genießt es auch. Oh. Digga, Digga. Holy shit, Mann. Auch noch einfach eine Drohne, Digga. Wir haben einfach noch eine Drohnenaufnahme kurz. Bruder. Ich habe noch nie so eine krasse Live-Show gesehen, irgendwie von einem deutschen Rapper, glaube ich. Real Talk. Also, vor allen Dingen, also gerade was Pyrotechnik und Lichtperformance angeht. Das war ja dieses andere Next Level. Aber dieses andere Next Level. Und das einfach auch for free noch hier. Oh, wir könnten keine Konzerte haben und kein Feuerwerk. Ich gebe euch beides einfach an Silvester nochmal. Holy fuck. Und auch diese Live-Stimme von ihm, Mann. Ja. Ich bin sehr zufrieden gerade. Man merkt es vielleicht. Digga. Freunde, hey. Lasst mir eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Da ist es genauso krass für euch, wie es für mich gerade war. Oder nicht. Oder würde ich sagen, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, Freunde. Supportet in letzter Zeit sehr, sehr, sehr. Und würde mich sehr freuen. Bis dann, habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.